Guten Morgen. So, wenn ihr das seht, ist bei euch der 29. April und das ist ein besonderer Tag, denn am 29. April 2017, das heißt ganz genau vor einem Jahr, ist mein allererstes Video auf diesem Kanal veröffentlicht worden und ja, der Kanal hat sozusagen gerade Geburtstag. Happy Birthday! Ja. Ich hätte früher niemals gedacht, dass ich das so lange durchziehe und ein Jahr lang YouTube mache und ich glaube jetzt seit September sogar daily, hätte ich niemals für möglich gehalten. Es liegt aber natürlich auch zu einem Großteil an euch, weil das pusht mich unheimlich, dass sich so eine kleine Community aufgebaut hat, die die Videos schaut, die kommentiert und die augenscheinlich gut finden, was ich mache. Dass da immer auch ein paar andere dabei sind, die das nicht so sehen, ist klar. Und je höher die Abozahl geht, desto mehr von denen kommen dazu. Ist auch klar. Aber das stört mich alles gar nicht. Ich mache das immer noch deshalb, weil es mir Spaß macht, weil ich unheimlich viel Freude an der Videobearbeitung habe. Und ja, natürlich auch irgendwie so das Verlangen nach Aufmerksamkeit, so Rampensau. Ja, so soll es sein und dann starten wir heute in den Geburtstagsvlog. Ich weiß noch nicht, was ich mache, außer was immer sein wird, weil es daily ist. Ich werde Videos schneiden, das auf jeden Fall, aber was ich sonst so mache, weiß ich noch nicht. Das Wetter ist tierisch gut gerade. Es ist nicht ganz so warm wie letzte Woche, aber natürlich trotzdem schön. Es ist windig. Windig schließt leider den Drohnenflug so ein bisschen aus. Seit meinen letzten Crashs bin ich da so ein bisschen vorsichtig, würde ich sagen. Aber mal sehen. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich mit dem, was ich machen muss, fertig werde, damit ich dann das Wetter genießen kann. Ich habe leider noch kein Wochenende, weil wir Zusatzschicht haben und ich heute Abend nochmal in die Nachtschicht muss. Aber nichtsdestotrotz, es wird sich irgendwas finden, was ich filme, was ich euch zeigen kann. Ich freue mich auf den Tag, ich hoffe ihr auch. Videos sind fertig. Ich habe aber dann letztendlich nicht auf dem Balkon fertig geschnitten, weil es war dann doch kalt irgendwann. Aber ja, meine Söhne sind jetzt beide eingelaufen und wir haben es mittlerweile, oh, ist schon 16:30. Das heißt, wir müssen noch irgendwie essen und was steht noch an? Ich weiß nicht. Der Kurze wollte eigentlich nochmal Longboard fahren, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Ich denke, ich dusche mich erstmal. So, Sonne scheint noch, sehr schön. Und ich werde jetzt einkaufen gehen. Vorher noch ein bisschen Papiermüll runterbringen. Ich habe wieder sehr, sehr gehortet, weil unten die Tonnen voll waren. Und ja, ich möchte dann ungern so noch was dazu quetschen, wenn sowieso schon kein Platz ist. Ja, und das werde ich jetzt machen. Dann fahre ich zum Einkaufen, dass wir morgen was zu essen haben. Heute werde ich es mir wahrscheinlich leicht machen und wir bestellen was. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Vielleicht fällt mir auch spontan bei Penny was ein, was ich kochen will. Ja, so. Ja, ich krieg's immer noch nicht so. Ein Jahr lang. Hammer. Ich habe mal ein Video gemacht, wie ich auf mein allererstes Video reagiere. Ich verlinke das mal. Und was noch? Ach so, ja. Sehr, sehr geil. Für die, die das Video nicht gesehen haben oder jetzt nicht anschauen wollen, ich zeige euch mal kurz die ersten Sekunden dieses Videos. Hallo Leute, ich bin Till, bin 38 Jahre alt, gehe ganz normal einer Arbeit nach. Ja, so sah ich damals aus. Ganz anders. Naja, aber ich habe mich ja auch so weiterentwickelt. Von daher passt schon. Okay, ich gehe jetzt einkaufen.
Ich bin jetzt gerade hier beim Einkaufen. Also hier vor mir ist Penny und hinter mir ist der Aldi, wo ich sonst immer einkaufen war. Und ja, ich habe ja neulich schon gezeigt, dass es so eine Zeltstadt ist, aber jetzt, die machen den komplett platt. Voll krass. Dann kriegen wir wohl auch einen neuen Aldi. So, ich muss gleich los zur Arbeit. Tag ist gelaufen, da ist nicht viel passiert heute. Ich habe jetzt mit meinen Jungs gerade noch was gezockt und vorher war sehr schön. Ich habe testweise einen Livestream gemacht. Der eine oder andere hat es ja mitgekriegt. War super. In kürzester Zeit irgendwie 13 Leute zugeguckt. Fand ich sehr lustig. Ich war aber vorbereitet. Ich wollte es wirklich nur als Test machen. Ich werde jetzt mal demnächst abchecken, wie das so terminlich ist und dann werden wir, ich denke mal, ich und Angie zusammen einen Livestream machen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das dann wird, wenn es mit Ansage ist. So, gut, dann geht's jetzt gleich los in die Nachtschicht. In die letzte für diese Woche. Nein, würde ich gerne sagen, aber ich muss ja am Sonntag wieder. Ihr merkt schon, ich habe nicht wirklich Wochenende. Das heißt, aus dem morgigen Tag, aus dem Samstag, muss ich das Beste rausholen und das werde ich auch versuchen. Alles klar, dann sehen wir uns morgen. Bis dann!